Das Buch heißt Alex, Anton und die anderen. Die handelnden Figuren sind originellerweise Alex, Anton und die anderen. Alex und Anton sind befreundet. Alex Ehemann heißt Jan und zu dem Freundeskreis gehört noch ein Mann namens Bernd. Die Eltern von Alex spielen eine Rolle, vor allem in dem Kapitel, was ich vorlese. Sie heißen Heinrich und Clara und ich glaube, das ist alles, was man für dieses Kapitel jetzt tatsächlich wissen braucht. Und wenn mir noch einfällt, dass ich unbedingt was hätte sagen müssen, dann fühle ich das einfach unelegant in den Tag hinein. Zweites Kapitel. Am 1. November jeden Jahres brachte Heinrich Barnow seiner Frau Clara einen großen Blumenstrauß. Sie erwähnten beide nicht, dass ihre Hochzeit am 5. November stattgefunden hat. Ein Jahr vor Heinrichs Ernennung zum Oberstaatsanwalt. Clara nahm an, dass sie es ausreichend fand, ein Ereignis zu feiern. Er brachte ihr Blumen, er wickelte sie vor der Haustüre aus dem Papier. Oft waren es Dahlien und Rosen, man sah, dass er die Farben selber ausgesucht hat. Während er ihr die Blumen überreichte, versteckte er das Papier hinter seinem Rücken. Dieses Jahr stand er im Blumenladen und zögerte. Die Dahlien, weiß und gelbe Dahlien, waren prächtig und es gab gelbe Rosen, aber das war nicht passend in diesem Jahr. Er betrachtete den Storchenschnabel, die Lilien rochen zu stark, Clara mochte die Lilien nicht. In den Regalen standen große Messingvasen, auf dem Boden war noch ein Eimer mit verspäteten Sonnenblumen, aber der Herbst war beinahe schon vorbei und Sonnenblumen waren nicht feierlich genug, denn er wollte feierlich sein. Unauffällig betrachtete er sein Bild in der Fensterscheibe, die ihn aber nur blass wiedergab, ohne Aussagekraft, dachte er, und dann entschied er sich für Rosen. Die Verkäuferin, seit 7 oder 8 Jahren dieselbe Person in einer blauen Schürze und mit geschwollenen Tränensäcken, folgte ihm mit schlurfenden Schritten und stellte sich neben ihn. Nach Rosen jetzt, sagte sie ohne Zusammenhang. Jetzt, wo doch alles mit dem Geld nicht mehr tut. Ich habe noch nie so viele Rosen verkauft, abgesehen vom Valentinstag. Aber der Unterschied zwischen den, ich sage mal, realen Verhältnissen in Berlin auf der einen Seite und dem Modell im Roman, ja, steht ja darin, dass Anton, also dass die Kinder Anton nicht da sind. Die kommen dann irgendwie so angeheiratet gewissermaßen. Es gibt dann auch dann einmal auf. diese Lydia, nicht? Diese, ihre Tochter. Die Freundin von Anton. Alex hätte ganz gerne ein Kind, aber Jan möchte das nicht. So ich das verstanden habe. Genau, das ist ehrlich gesagt, also man schreibt ja ein Buch und hat man meistens wahrscheinlich, also oder ich zumindest habe am Anfang mal, wie man sagen würde, große Rosinen im Kopf und ein Thema des Buches war tatsächlich ganz klar aufgezogene Kinderlosigkeit. Aus einem ganz einfachen Grund. Eine der Autorinnen, die für mich wichtig ist, ist Virginia Woolf. Und in ihrem Leben hat es eher wirklich ein alles prägendes Gewicht gehabt. Was ja ist ja ein unglaublich spannend. Also ich finde diesen Lebensübergang, wenn man pensioniert wird, das ist ja ein unglaublich spannender Lebensabschnitt. Und dann auch, da muss ich, denke heute besonders als an sie, weil sie Geburtstag hat, sie ist so unendlich alt, dass ich mir absolut nicht mehr merken kann, wie alt sie eigentlich ist, meine Patentante. An ihrem 80. Geburtstag, das ist nun schon eine ganze Weile her, beschloss sie, sich von ihrem Mann zu trennen. Und als Patentochter fühlte ich mich irgendwie berufen, da doch mal nachzufragen, ob das denn sein müsse. Und dann kam die großartige Antwort, du hast keine Ahnung. 60 Jahre und jeden Tag verheiratet. Ein Wunder, dass man noch bei Trost ist. Und sie hat sich dann getrennt, ist auch aus Hamburg nach Köln gezogen. Und nach 2 Jahren sind sie dann wieder zusammengezogen. Aber es war absolut für sie. Und ich habe dann auch mich selber zur Ordnung rufen müssen. Mein Gott, warum kann man nicht mit 80 Jahren beschließen, dass man mit diesem Menschen jetzt nun 60 Jahre lang täglich zusammengelebt hat und dass es mal reicht, dass man den einfach mal eine Zeit lang eben nicht mehr jeden Morgen sieht. Also es ist ja ein Lebensalter, wo die Frage ist, was kann man noch eigentlich, oder wo sich noch einmal zuspitzt, was einen ja sowieso dauernd beschäftigt, was kann man noch entscheiden, was darf man noch formen, was steht einem eigentlich noch zu? Und wenn man dann aufhört zu arbeiten, kann das ja ein
Das kann ja ein Schock sein. Aber im Roman ist es ja der Mann, der das macht, also nicht die Frau. Der Mann verliebt sich im Roman. Wenn man über Literatur spricht und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kriterien für Glück oder Unglück viel strenger sind als die wir an die Menschen richten, die wir um uns sehen. Also ehrlich gesagt, dann hatte ich ein ausgesprochen ehrgeiziges Konzept für den dritten Teil. Die Geschichte von Alex, Anton und den anderen würde nach dem Mord fortgeführt werden. Der Mörder spielt in dem ewigen Seiten, die ich da geschrieben habe, eine große Rolle. Und dann sollte es noch eine davon ganz unabhängige, wie eine Erzählung geben. Und das zwischen den beiden sollte geschaffen werden durch Zitate von einem meiner philosophischen Lieblingsautoren, Thomas von Aquin. Und zwar spezifisch die Engelslehre, die ich großartig finde. Unveröffentlicht, unlektoriert. Ich heiße Skip Landau. Meine Mutter stammt aus Südafrika, mein Vater aus Paris. Seine Eltern sind aus Ungarn nach Frankreich ausgewandert, weil sie als Juden in Ungarn nicht Medizin studieren durften. Den Krieg haben sie knapp überlebt, so wie mein Vater auch in irgendeinem Dorf in Südfrankreich. Warum meine Mutter 1946 nach Paris gegangen ist, hat sie mir erklärt. Vermutlich wollte sie weg von zu Hause, weit weg und schnell. Und sie behauptete, Französisch lernen zu wollen und Malerin zu werden. Sie hat wirklich gemalt, nicht schlechter als andere, denke ich. Und warum sie es am Ende aufgegeben hat, weiß ich nicht. Oder vielleicht hat sie es auch nicht aufgegeben, sondern in kleine Hefte gezeichnet. Sie hatte kleine Hefte. Vielleicht finde ich sie in ihrem Nachlass, wenn ich mich endlich aufraffe, die Kisten zu öffnen und zu sichten, was ich brauche, was ich wegwerfe. Das ist eine Vorstellung, die ich nicht ertrage. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, nur eher umgekehrt, wenn man so will. Von den Gemälden habe ich nichts behalten. Ich dachte, ich würde sie nie los an die 100 oder 87, um genau zu sein. Aber es tauchten immer mehr Freunde und Bekannte auf und plötzlich stand ich da, hatte nichts außer ein kleines, quadratisches Bild. Es hängt in meinem Büro, ein kleines Zimmer mit Blick auf den Hof, in der Wetzedek, das heißt Oase des Friedens. Ich lebe in Israel. In Paris lernte meine Mutter in der zweiten Nacht meinen Vater kennen. Das erzählte mein Vater. Meine Mutter erzählte, sie hätte ihn in einem Café gesehen und sich verliebt, bevor sie nur ein Wort mit ihm gesprochen hätte. Mein Vater sagte, sie sei mit ihm ins Bett gegangen in dieser zweiten Nacht, ihrer zweiten Nacht in Europa und in der Nacht ihrer Begegnung. Er hatte eine eigene Wohnung, eine winzige Wohnung im jüdischen Viertel. Seine Eltern wohnten etwas außerhalb, in Neuilly. Meine Großeltern waren fromm auf ihre Weise, meine Großmutter sogar vermutlich ganz und gar gläubig und vielleicht hätte sie besser einen Orthodoxen geheiratet. Alles hat sich verflüchtigt, ihr Glaube, ihre Gewohnheiten und ich bin nicht einmal Jude nach streng Gesetz, denn meine Mutter war keine Jüdin, obwohl eine Tante von ihr irgendwann schnaubte und sagte, etwas derart Albernes habe sie nie gehört, Blomfield, das war ihr Mädchenname. Was es gibt, was es nicht gibt, ich habe einigermaßen so gelebt, als wäre das klar. Mich hat das Sichtbare interessiert. Immer auserwählt. Ich bin Halbjude, allenfalls halb auserwählt. Das passt. Jahre hat es mir nicht gefallen, vielleicht bin ich deswegen nach Israel gegangen. Vor allem bin ich nicht, doch nicht Vater, denn meine Kinder habe ich nicht gezeugt, doch nicht Architekt. Die Aufträge wurden so spärlich, ich habe eine kleine Galerie, in der ich Teppiche verkaufe. Nicht mehr Shiras Mann, denn sie ist gestorben. Nicht einsam, ich habe Freunde. Skip. Einen anderen Namen hatte ich nie. Skip Jonathan Landau.